Herr Schaffner, ich darf Sie begrüßen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Unsere erste Lektion heißt, was ist überhaupt physikalische Chemie? Oder anders formuliert, wie beschreibt man Chemie mit Zahlen? Genau das ist es, was die physikalische Chemie will. Chemie, also Stoffe, die von einem Ausgangszustand zu einem Endzustand reagieren, mit Zahlen zu beschreiben. In der Physik arbeitet man häufig mit dem Konzept des Massenpunktes. Man komprimiert den Gegenstand, dessen Bewegung man beispielsweise untersuchen will, zu einem Massenpunkt und fragt sich, wie man die Bewegung dieses Punktes mit Formeln beschreiben kann. In der Chemie ist das keine praktikable Möglichkeit. Hier haben wir sehr viele Massenpunkte, nämlich unsere Atome und Moleküle, die die chemische Reaktion durchführen. Und es ist nicht sinnvoll, jeden Massenpunkt einzeln zu beschreiben. Tatsächlich macht man es so, dass man die Massenpunkte, die einen interessieren, zusammenfasst und als System bezeichnet. Ein System ist ein Teil des Universums, in dem sich sehr viele Teilchen befinden. Die Aufgabe der physikalischen Chemie ist es nun, dieses System mit Zahlen zu beschreiben. Außerhalb des Systems befindet sich die Umgebung. Zwischen System und Umgebung sind reale oder gedachte Grenzen. Je nachdem, ob diese Grenzen Energie- oder Massedurchlässig sind, unterscheidet man offene Systeme, geschlossene Systeme und isolierte Systeme. Eine sehr abstrakte Formulierung, aber dafür universell anwendbar. Das Volumen Luft in diesem Behälter ist zum Beispiel ein geschlossenes System. Das kann zwar Energie mit der Umgebung austauschen, Wärme oder Arbeit, aber wir haben keinen Masseaustausch, ein geschlossenes System. Der Inhalt einer Isolierkanne ist ein isoliertes System. Hier sind Energie und Materieaustausch ausgeschlossen. Jedes offene Gefäß ist ein offenes System. Die obere Systemgrenze ist nur eine gedachte Grenze. Um ein System eindeutig zu beschreiben, benötigen wir mehrere Zahlenangaben. Wir schauen uns zunächst einmal an, ob das System homogen ist oder ob mehrere Phasen vorliegen. Die erste Zahl, die wir benötigen, um ein System zu beschreiben, ist die Anzahl der Phasen. In diesem System haben wir eine dichte Phase, eine flüssige Phase, und eine weniger dichte Phase, eine Gasphase. Das ist ein Zwei-Phasen-System. Unsere Luft hier ist ein Einphasensystem. Wir haben nur einen homogenen Bereich im System. Auch dieses System ist ein Zwei-Phasen-System. Vom Begriff der Phase zu unterscheiden, ist der Begriff der Komponente. Hier geht es darum, wie viele Arten von Teilchen in unserem System vorhanden sind. Wir haben hier zwar zwei Phasen, aber nur eine Komponente, nämlich die hier weiß dargestellten Teilchen. Auf diesem Bild haben wir zwei Phasen und zwei Komponenten. In diesem Gefäß haben wir nur Wasser vorliegen, also H2O-Moleküle, es ist ein Einkomponentensystem. Luft ist eine Mischung aus Stickstoff und Sauerstoff, das heißt, wir haben hier mindestens ein Zweikomponentensystem. Komponenten und Phasen sind zwei wichtige Zahlenangaben für ein System. Sie reichen aber noch nicht aus, um das System eindeutig zu beschreiben. In der Tat benötigen wir noch weitere Größen, weitere Zahlen, um ein System so zu beschreiben, dass jeder auf der Welt das System nachstellen kann. Diese weiteren Zahlen, üblicherweise auch mit Einheiten versehen, sind die sogenannten Zustandsgrößen. Physikalische Größen wie zum Beispiel die Masse oder das Volumen. Viele dieser Größen kennen Sie aus dem Alltag und es sind Eigenschaften, die wir dem System zuordnen. Die Masse ist eine Eigenschaft, die mit dem Gewicht zu tun hat. Das Volumen ist eine Eigenschaft, die die Ausdehnung des Systems quantifiziert.
Diese Zustandsgrößen, wie man sie auch nennt, sind sinnvoll, weil man damit das System charakterisieren kann, und sie sind messbar. Das sind die beiden Voraussetzungen, die wir an eine thermodynamisch sinnvolle Zustandsgröße stellen. Masse und Volumen sind extensive Zustandsgrößen. Eine Verdoppelung des Systems führt zu einer Verdoppelung dieser Zustandsgrößen. Die Dichte, eine weitere Eigenschaft, also eine weitere Zustandsgröße, ist dagegen eine intensive Zustandsgröße. Bei Verdoppelung des Systems bleibt diese Größe unverändert. Die Stoffmenge N, in der Chemie sehr häufig verwendet, ist wieder eine extensive Zustandsgröße. Der Molenbruch oder Stoffmengenanteil bei Mehrkomponentensystemen ist eine intensive Zustandsgröße, eine Angabe über die Konzentration. Weitere wichtige intensive Zustandsgrößen sind die Temperatur und der Druck. Die Thermodynamik, eine wichtige Sparte der physikalischen Chemie, erfindet nun weitere Zustandsgrößen. Und zwar, weil diese Zustandsgrößen sinnvoll sind. Weil es damit zum Beispiel möglich ist, Gesetzmäßigkeiten, universelle Gesetzmäßigkeiten, einfach zu beschreiben. Eine dieser neuen Zustandsgrößen ist die Enthalpie, abgekürzt mit H. Die Enthalpie ist genauso eine Eigenschaft wie die Masse oder das Volumen eines Systems. Wir können also sagen, dieses Volumen Luft besitzt eine gewisse Enthalpie. Die Enthalpie ist messbar und sie ist sinnvoll, denn sie ist ein Maß für die Menge an Energie in einem System. Sie ist eine extensive Zustandsgröße. Wenn ich das System verdopple, verdopple ich auch die Enthalpie. Ich kann aus jeder intensiven Zustandsgröße eine extensive Zustandsgröße machen, indem ich durch die Masse oder durch die Stoffmenge dividiere. Dann erhalte ich die entsprechende spezifische oder molare Größe. Enthalpie durch Masse zum Beispiel ist die spezifische Enthalpie klein h. Joule pro Kilogramm ist die Einheit. Eine weitere Größe, die in der Thermodynamik sehr wichtig ist, ist die freie Enthalpie oder Gibbsche Energie G. G ist ein Maß für die Instabilität eines Systems. Eine wichtige Thematik der Thermodynamik ist die Stabilität. Oft lautet die Frage, wie stabil ist ein System? Kann es durch einen chemischen oder physikalischen Prozess noch stabiler werden? Ist eine Veränderung möglich oder sind wir schon im Gleichgewicht, dem Maximum der Stabilität? Die freie Enthalpie G liefert die Antwort auf diese Frage. Die freie Enthalpie ist ebenfalls eine extensive Größe. Die zugehörige intensive Größe, die partielle molare freie Enthalpie, hat sogar einen eigenen Namen. Man nennt sie chemisches Potential μ, doch dazu später mehr. Man braucht nun nicht alle diese Zustandsgrößen, um ein System vollständig zu beschreiben. Bei einfachen Systemen reichen in der Regel einige wenige Größen aus. Wie viele Größen man braucht, sagt uns die Gibbsche Phasenregel. Gibbs war einer der größten Thermodynamiker aller Zeiten und Ende des 19. Jahrhunderts hat er die nach ihm benannte Regel formuliert. Wenn ich ein System habe mit C Komponenten und P Phasen, dann brauche ich genau F intensive Zustandsgrößen, um dieses System im Gleichgewicht eindeutig zu beschreiben. F nennt sich auch Freiheitsgrad. In diesem Behälter soll sich gasförmiges Helium befinden. Dann haben wir ein Einkomponentensystem mit nur einer Phase vorliegen. Nach Gibbs hat dieses System F gleich 2 Freiheitsgrade. Ich darf mir zum Beispiel jetzt 2 Größen frei wünschen, etwa die Temperatur und das Molvolumen. Alle anderen Größen sind damit festgelegt und nicht mehr frei wählbar. In diesem Behälter befinden sich flüssiges Wasser und Wasserdampf im Gleichgewicht. Damit haben wir ein
Einkomponentensystem mit zwei Phasen vorliegen. Nach Gibbs hat dieses System nur noch einen Freiheitsgrad. Ich darf mir jetzt nur noch eine einzige Eigenschaft frei wünschen, zum Beispiel die Temperatur. Wenn ich den Zahlenwert für die Temperatur vorgebe, ist die Dichte von der Flüssigphase festgelegt, die Dichte von der Gasphase ist festgelegt, der Druck des Gases ist festgelegt, die spezifische Enthalpie ist festgelegt, alle anderen Größen sind festgelegt. Ein Freiheitsgrad, welche Eigenschaft ich mir wünsche, ist mir überlassen. Wenn ich den Zahlenwert der Temperatur vorgebe, ist die Dichte festgelegt. Wenn ich den Zahlenwert des Druckes vorgebe, ist entsprechend die Temperatur festgelegt. Ich kann mir auch die spezifische Enthalpie wünschen, auch dies ist eine Möglichkeit. Eine und nur eine Größe aus der Vielzahl der Zustandsgrößen ist frei wählbar. Lassen Sie uns die heutige Vorlesung zusammenfassen. Die physikalische Chemie stellt sich die Aufgabe, Vielteilchensysteme und deren Veränderungen zu beschreiben. Zur vollständigen Beschreibung benötigen wir die Anzahl der Komponenten, die Anzahl der Phasen und eine definierte Anzahl von Zustandsgrößen, die wir als F aus der Gibbschen Phasenregel berechnen können. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.